Zircon 5 schwebt in Gefahr. Der Planet, der einst reich an Rohstoffen und Erzen war, bevor die Menschheit ihn ausgebeutet hat, befindet sich deutlich zu nah am Orbit eines instabilen Sterns. Die Kolonisten sind nun dort gefangen und es herrscht Chaos auf der Oberfläche. Die Kolonien werden von Plünderern überfallen und hunderte Dörfer werden dem Erdboden gleichgemacht. Die Kolonisten haben nur eine Hoffnung. Der Wanderer. Wie einst schon Kane, der durch die Wüste lief, ist auch unser Wanderer ein Meister der Kampfkunst. Um genau zu sein, beherrscht er den Kampfstil der passiven Faust und pariert, blockt und weicht Angriffen aus, um seine Gegner zu ermüden, bevor er zum Gegenschlag ausholt. Als der Wanderer in ein Dorf kommt, das von zahllosen Kidnappings geplagt ist, attackieren die Plünderer unter der Leitung von Bad Biker Breen das Dorf. Der Wanderer steht natürlich nicht bloß rum und lässt dies geschehen. Und so startet die Geschichte von The Way of the Passive Fist. Achtung, Wortspiel, Way of the Passive Fist. Pacifist, der Pazifist. Naja, ihr versteht schon. Jason Canham, der Entwickler des Titels, war so freundlich, mir ein Testmuster des Spiels für dieses Review zur Verfügung zu stellen. Selbstverständlich ist alles, was ihr jetzt hier hört, meine eigene Meinung und ist nicht irgendwie beeinflusst oder so. Auf den ersten Blick scheint Way of the Pacifist ein Beat'em-up der alten Schule zu sein, doch weit gefehlt. Wo wir bei Titeln wie Streets of Rage oder Final Fight die Buttons unseres Joypads noch ordentlich smashen mussten, legt Household Games den Fokus hier deutlich mehr auf Reaktionsfertigkeiten und Geduld. Denn Way of the Pacifist ist weniger ein Beat'em-up, sondern vielmehr ein Don't let you get beaten up. Und genau diesen Twist des alten Brawler-Genres finde ich in diesem Titel enorm interessant. Wer sich nicht in Geduld übt, die Schlagfolgen der verschiedenen Gegner erlernt und weiß, wann er parieren, wann ausweichen und wann zum Gegenschlag ansetzen muss, segnet schon bald das Zeitliche. Zum Glück lässt sich die hübsche Pixeloptik hier nicht lumpen und die Attacken der Gegner sind immer gut zu erkennen und es gibt auch optische Hinweise darauf, wann die Reaktion bestenfalls erfolgt, ähnlich dem Spinnensinn bei Marvel's Spider-Man auf der PS4 oder dem Kampfsystem der Batman Arkham-Reihe. Ihr stellt auch fest, dass jeder Gegner eine Energieleiste über sich trägt. Diese leert sich mit jedem seiner Angriffe, die wir natürlich gekonnt abwehren, bis der Gegner ermüdet ist. Dann setzen wir mit einem gekonnten Nervenschlag dem Spuk ein Ende. Es gibt auch noch die Möglichkeit, nach einer Reihenfolge geblockter Angriffe unseren dann aufgeladenen Robo-Arm für einen vernichtenden Schlag einzusetzen, um so härtere Gegner und später auch Bosse zu Boden zu schicken. Das Gameplay folgt hierbei einem sehr angenehmen Fluss und auch wenn man anfangs das Gefühl hat, das Timing nie wirklich richtig hinzubekommen, funktioniert dies nach einer Weile so gut, dass man sich teilweise unschlagbar fühlt. Zumindest bis die nächste Gegnervariation auf dem Bildschirm auftaucht. Optisch ist das Spiel durchaus ein Hingucker. Die großen Sprites sind sehr schön animiert, die Hintergrundoptik weiß ebenfalls zu gefallen, lediglich etwas mehr Abwechslung in den Levels hätte ich mir gewünscht. Letzten Endes ist es jedoch stimmig, da wir uns auf einem Wüstenplaneten befinden, da ist Sand natürlich überall. Die Soundkulisse bietet eine an die guten alten Zeiten erinnernde Mischung aus treibenden Beats und krachenden Soundeffekten und geht für mich vollkommen in Ordnung. Wenn auch bisher keine Tracks dabei waren, die mich zwingend dazu bewegt hätten, mir das Ganze auf den Stick ins Auto zu packen und auf der Autobahn im Stau zu hören oder irgendwas. Zum Umfang des Spiels gibt der Entwickler selbst an, dass die Kampagne in circa 4-5 Stunden beendet werden kann, was für ein Beat'em'up ja recht ordentlich ist. Es gibt insgesamt 10 Levels, die in mehrere kurze Abschnitte unterteilt sind. Nach einmaligem Abschluss der Level kann man diese aus dem Menü auch direkt anwählen und so auf Highscore-Jagd gehen. Sofern man die Hauptstory beendet hat, öffnen sich noch zusätzliche Spielmodi, die in den bereits letztes Jahr erschienenen Xbox One, Steam und PS4 Versionen nicht enthalten sind und später per DLC nachgereicht wurden. The New Dawn ist ein Epilog zur Story, der nochmals circa eine Stunde Spielspaß mitbringt. Das Passiveverse ist jedoch die größte Challenge in diesem Spiel. In dieser Roguelite-Variation gibt es für die härtesten der Harten verschiedene Challenges zu bestehen und der Tod ist der ständige Begleiter. Da ich selbst das Spiel noch nicht ganz beendet habe, kann ich zu diesen beiden Modi jedoch keine eigene Einschätzung geben. Außerdem neu in der Switch-Version, die Jason Canham als die vollständige und beste Version des Spiels bezeichnet, sind auch der Trainings-Mode, der Music-Test-Mode und einige Detailverbesserungen wie Anpassungen von Animationen und neue Sprites. Zum Schwierigkeitsgrad ist zu sagen, dass dieser enorm flexibel an die Anforderungen des Spielers angepasst werden kann. Mit verschiedenen Schiebereglern haben wir die Möglichkeit, das Game so an unsere Bedürfnisse anzupassen, dass für jeden die Herausforderung angenehm ist. Aber was taugt denn The Way of the Pacifist überhaupt? Die Idee, dem Beat'em-up-Genre einen neuen Twist zu verpassen und den Fokus auf Abwehr und Timing anstatt auf Krawall und Button-Smashing zu legen, hat definitiv seinen Reiz. Und genau wegen dieser weniger hektischen Spielweise ist Way of the Pacifist eines der Games, die ich auch im Handheld-Mode der Switch ohne Pro-Controller wirklich gerne spiele.
Die Geschichte ist ganz nett, lockt aber nicht wirklich jemanden hinter dem Ofen hervor. Die Präsentation auf der anderen Seite weiß auf jeden Fall zu gefallen und macht einen sehr, sehr ordentlichen Job. Mich hat das Game in den knapp 7 Stunden, die ich bisher damit verbracht habe, sehr gut unterhalten. Wer früher oder auch heute noch ein Fan von Steven Seagal Actionfilmen ist, die Auffassung verfolgt, man solle lieber auch die andere Wange hinhalten oder einfach mal ein etwas anderes Beat'em'up erfahren möchte, dem kann ich Way of the Pacifist durchaus empfehlen. Wer jedoch lieber einen neuen Brawler à la Streets of Rage möchte, der ist hier falsch. Mein Fazit, ganz ordentlich. Das war's von mir, bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Retro Joe out.